Hallo, ich möchte ein paar Gedanken dazu sagen zum Thema, das viele Menschen, zu einem Thema, das viele Menschen schon immer wieder bewegt hat, worüber sie nachgedacht haben und auch sehr oft auch darüber spekuliert haben, nämlich wann wird das Ende der Welt sein? Eigentlich haben auch schon die Jünger Jesu darüber ihre Fragen gehabt. Und da haben sie tatsächlich einmal Jesus diesbezüglich angesprochen. Und diese Episode steht im Matthäusevangelium im 24. Kapitel. Und das möchte ich einfach jetzt an der Stelle einfach weiter zitieren. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren: Sag uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschrecket nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber bis ans Ende ausharrt, der wird gerettet. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Ja, dieser Abschnitt steht im Matthäusevangelium, die ersten 14 Versen. 24. Kapitel. Ja, was sagt Jesus hier? Zunächst einmal sagt er, es wird ein Ende geben. Genauso wie es einen Anfang gab von der Schöpfung. Und genauso wird es auch ein Ende geben. Und wie es scheint, vieles von dem, was Jesus hier andeutet und darauf hinweist, ist in Erfüllung gegangen und geht in Erfüllung. Und wir erleben es ja auch heute, dass einige dieser Zeichen, schon dieser Vorzeichen, sehr, sehr markant sind. Zunächst einmal wird die Verführungsebene angesprochen. Es gab noch nie so viele Sekten und Irrlehren, wie es jetzt zur Zeit gibt. Und viele von denen erheben den Anspruch, dass nur sie das Heil haben. Und nur wenn man zu ihnen gehört, hat man eine eventuelle Chance, gerettet zu werden. Aber die Rettung liegt nicht in der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Konfession, zu einer bestimmten Denomination, sondern, wenn ich die Bibel richtig verstehe, liegt die Errettung und die Erlösung des Menschen einzig und allein in der Tatsache,
ob Jesus der Erretter ist, an dem man glaubt, dem man vertraut und dem man sein ganzes Leben übergibt. Denn es heißt hier in der Bibel an einer anderen Stelle, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ich möchte dich einladen, einfach über diesen Gedanken etwas mehr nachzudenken. Ist mein Leben in der Hand Gottes? Habe ich mich ihm anvertraut? Wenn ja, dann wirst du früher oder später die Gewissheit haben, dass du gerettet bist, dass du ein Kind Gottes bist. Denn die Bibel sagt ja auch, Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und das kann er nur tun, wenn wir tatsächlich Jesus in unser Leben einladen. Dazu möchte ich dich ermutigen und freue mich, wenn du das tust.